befreiendste Thema, das du je hören wirst. Amen. Wer will frei werden von dem alten Menschen? Halleluja. Wunderbar. Wunderbar. Und deshalb ist auch Jesus gekommen. Wisst ihr, wenn wir fragen, was hat Jesus am Kreuz getan? Bitte helft mir. Was hat er für uns am Kreuz getan? Bitte? Er hat alle Sünden bezahlt. Für uns getragen. Was noch? Bitte? Den Tod besiegt. Die Krankheiten getragen. Die Schmerzen getragen, die Gebundenheiten. Die Flüche, er wurde für uns zum Fluch. Alle Ablehnung. Das ist jetzt der Punkt. Nicht nur das, sondern der alte Mensch, unser alter Mensch wurde mit Christus gekreuzigt. Und das begreifen die wenigsten Christen. Die meisten Christen leben ihr Leben mit der Hilfe Gottes. Aber sie gehen nie mit Jesus durch diesen Tod. Und da muss man seinen eigenen Bankrott erklären. Amen. Ich sage es euch, Menschen, die sich sehr anstrengen, haben sehr schwer, da herauszukommen. Und ich war ein Mensch, der sich extrem angestrengt hat, brav zu sein, gut zu sein, alles richtig zu machen. Eine Katastrophe. Und je mehr ich mich angestrengt habe, du musst dich ja permanent steigern, ja. Zuerst war ich Mittelschulprofessorin, habe ich da schon alles gegeben, was ich hatte. Am Wochenende habe ich noch Samariterdienst gemacht in Kinderheimen oder im Krankenhaus. Und es war mir immer zu wenig, immer zu wenig. Immer das Gefühl gehabt, Gott will noch mehr. Und dann habe ich alles aufgegeben und wurde Kinderdorfmutter. Ich hatte ein sehr erschütterndes Erlebnis als junges Mädchen und wusste, Ehe wird wahrscheinlich für mich nicht mehr dran sein, aber Kinder möchte ich nicht verzichten. Und dann habe ich mich entschlossen, Kinderdorfmutter zu werden. Sie wollten mich zuerst gar nicht nehmen, weil sie geglaubt haben, ich bin zu ausgebildet, um Kinderbabos zu putzen. Aber ich war entschieden, ich will Kinderdorfmutter werden. Und da ich nie glaubte, dass ich habe immer geglaubt, Nein ist ein Wort, das Christen nicht verwenden dürfen, muss immer Ja sagen zu allem, haben sie mir 9 Kinder gegeben, darunter 3 Säuglinge. Und nach 3 Jahren, und die Kinder habe ich nicht genommen, als wären sie bei mir in Pflege, sondern das waren meine Kinder. Die habe ich in Urlaub mitgenommen, ja, und ich wollte ihnen Ski fahren, alles. Und nach 3 Jahren hatte ich permanent eitrige Mandeln, habe über Nacht heiße Kartoffeln aufgelegt, weil ich ja nicht einmal Zeit hatte, zum Arzt zu gehen. Und dann ist es mir passiert, dass ich mich um den Morgenstunden 3, 4 in der Früh am Teppich im Wohnzimmer finde mit meinen Kleidern an. Und ich wusste, ich bin ohnmächtig geworden, mir sind die Sicherungen durchgegangen. Und ich stand auf und ich entschied mich, noch mehr mich anzustrengen. Und dann wurde ich extrem religiös. Da bin ich nur jeden Tag in den Gottesdienst gelaufen, um 5 Uhr früh, und habe noch mehr getan. Ich bin mir vorgekommen wie ein Hamster im Rad, der immer schneller radelt und nicht weiterkommt. Und dann bin ich an einem Karfreitag wieder bewusstlos auf den Boden gefallen. Und wie ich aufwache, schreie ich zu Gott und sage, Herr, ich streng mich doch so an. Und er sagt, ja, du bist sehr anstrengend. Und es war der letzte Todesstoß in meine selbst gebastelte Erlösung. Ich war am Ende. Ich wusste nicht mehr, wie man Gott gefallen kann, wie man Gott, das christliche Leben, ich habe gewusst, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich bin an dem Abend ins Bett. Und dann habe ich gesehen, wie Gott mich fragt, dass ich jedes Kind auf den Altar lege. Er sagt, du hast es von mir empfangen, gib es wieder zurück. Und das war für mich das Allerschlimmste. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich schaffe dieses christliche Leben nicht. Ich gebe heute auf, selbst wenn ich in die Hölle komme, ich kann es nicht. Und dann hat der Herr gesagt, endlich hast du es kapiert. Jetzt können wir gemeinsam leben. Und in der Nacht habe ich eine Vision gehabt in meinem Schlafzimmer. Ich sah mich mit einem Schurz. Da drinnen war mein ganzer Stolz, meine Unabhängigkeit. Ich wollte es beweisen, wer ich bin, wie gut ich bin. Und ich stand vor Gott, vor Jesus am Kreuz. Er war bei mir im Zimmer
Und er sagt, Maria, öffne den Schurz. Und dann habe ich gesagt, Herr, das tut dir jetzt aber sehr weh. Aber ich wusste, ich habe keine andere Wahl. Und ich habe den Schurz geöffnet und wie von einem Magneten kam die ganze alte Maria auf den Herrn Jesus. Und ich sah, wie er sich beugte unter Schmerz. Und ich stand mit einem weißen Kleid zu Füßen des Kreuzes. Und ich wusste, dass das ewige Leben ein Geschenk ist. Nicht etwas, was man sich verdient oder erarbeitet. Von dem Tag an habe ich gewusst, dass Gott mich angenommen hat. Wisst ihr, ich habe jahrelang geglaubt, ich habe Jesus angenommen, weil ich mit 7 Jahren mich entschieden habe für Jesus. Aber damit er mich annehmen kann, muss ich mich noch sehr anstrengen. Und so wurde mein Leben sehr anstrengend. Und besonders in unserer westlichen Kultur ist das Leben sehr anstrengend. Amen. Und Jesus sagt aber,